mystischen Gilde. Ich bin Neo und das hier ist mein Hund Sabberbalken. Ich bin erfreut, euch kennenzulernen. Ich suchte gerade nach Zutaten, als mich das Monster angriff. Wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt, hätte das Ding mich gefrühstückt. Nimm bitte dieses Geschenk von mir an. Viel Glück, Neo. Dann verzieht er sich einfach also ein paar Öl und ein bisschen Wachs oder was das gerade war. Für die Rettung seines Lebens finde ich ja doch zugegebenermaßen ein bisschen dünn. Und hier gibt es jetzt gleich noch ein Rüstungsteil. Na, komm her. Schau der Beschöpfer ins Gesicht. Und zwar. Genau, hier. Das ist das Bleiarmband. Jetzt haben wir eine Rüstung an. Wir haben ein Armband um. Das Einzige, was wir jetzt noch tragen könnten, wäre noch ein Helm. Und der Hund könnte noch ein Halsband tragen. Aber... So. So, hier rechts ist wieder ein kleiner Mini-Geheimgang, wo es ein bisschen was zu holen gibt. Du siehst irgendwie fertig aus. Wahrscheinlich machen dir die Insekten da draußen zu schaffen. Das stimmt. Hier hast du etwas, das dir helfen wird. Die Formel heißt Säureregen. 3 Tropfen Wasser und etwas Asche erzeugen einen ätzenden Säureregen. Ja, nehme ich erst gar nicht rein, weil ich fand die immer relativ sinnlos. Möchtest du Zutaten kaufen? Ja. Was brauchten wir denn? Ich erst mal gucken, was wir brauchten. Speichern, ja, das mache ich jetzt mal. Auf Wiedersehen. So, und dann schaue ich jetzt mal nach. Schlammbombe. Ein Kristall, ein Lehm. Kriegen wir das hier bei dir? Kristall und Lehm. Ja, kriegen wir bei dir. 2 und 9. Dann decken wir uns damit mal ein bisschen ein. Jeweils 1 oder 2 von irgendwas. Nee, 1. So, jetzt haben wir 57 mal Schlammbombe. Die können wir jetzt also ein paar mal gebrauchen. War hier unten was? Ich glaube nicht, ne? Nee. So, Sabberbalken hat mal wieder ein Level. Ach, die Viecher, die trifft man echt nie. Und was wir mit der Axt jetzt endlich machen können, ist diese Büsche weghauen, damit wir da langlaufen können und gegen aus dem Weg nehmen. Ich ein bisschen Geld grinden gerade. Grinden, scheiß WoW-Sprache, ey. Ich glaube aber nicht. Wir nehmen die mal gerade noch mit, weil sie gerade einfach da sind. Ja, treffen sollte man auch schon. Und dann gehen wir aber weiter. Weil lange will ich in dieser prähistorischen Zeit hier eigentlich gar nicht rumgammeln. Ich möchte relativ flugs zum Markt. So. Pflanze nehme ich noch mit, komm. Attack mal in irgendeine Richtung. Danke. Ja, euch lasse ich jetzt, das ist mir jetzt wurscht. Oh, schnupft sogar was. Dankeschön. Sabberbalken. Komm, wir müssen zu Feuerauge. Ja, da gehen wir gleich hin, aber erstmal gehe ich jetzt hier runter. Denn hier gibt es jetzt... Oh, daneben.
Hier gibt es jetzt den Weg, den wir lang können, und da hinten gibt es dann schlauer Bär, der noch irgendeine Formel für uns hatte. Daneben Blümchen. Blümchen. Oh, erinnert sich noch wer an dieses Techno-Mädel aus den 90ern? Blümchen. Schreckliche Musik. Oh, ich habe einen Panzerhelm gefunden. Wusste ich gar nicht, dass der da ist. Ja, haben wir auch fast die komplette Ausrüstung jetzt hier umsonst. So, erstmal klauen wir wieder dein gesamtes Hab und Gut aus deinem Haus. Hallo Neo, endlich kann ich mich wieder meinen Forschungen widmen. Dank dir hat mich Vulgar nicht verspeist. Nimm die Heilaura-Formel. Sie wird dir helfen, wenn du vergiftet wurdest. Die Formel benötigt 2 Wurzeln und 1 Tropfen Öl. Ja, dankeschön. Möchtest du Zutaten kaufen? Ja. Geld haben wir eh nicht wirklich, also drauf geschissen. Auf Wiedersehen. Ja, mach's gut. Hier auf dem Bildschirm kann man jetzt noch ein bisschen... Na, das war schlau. Hier auf dem Bildschirm können wir jetzt noch ein bisschen nach unten gehen und allerlei Zutaten finden, wie da drüben zum Beispiel. Ich denke, das machen wir auch mal schnell hier lang, nämlich so einiges rum. Gratiskram nicht mitzunehmen wäre ja unklug. Vielleicht findet sich auch noch das ein oder andere Blatt. Haben wir da eigentlich gerade 6 Stück von? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe erstmal nach ganz unten rechts, dann weiß ich, da war ich schon. Oh. Ach, das ist... Hä? Ach, das ist der Bildschirm, wo wir am Anfang waren, oder? Oder? Dann ist nur die Frage, wie komme ich da jetzt... Da, danke. Ein Blatt. Wow. Aber naja. Dich nehme ich... Mhm. Dich nehme ich noch mit für Erfahrungspunkte. Du hast nichts entdeckt. Du hast einfach mal so geschnüffelt. Auch gut. Gut, dann gehen wir jetzt hoch. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, stand da hinten jetzt auch jemand. Ich kann das ja mal hier aufhören zu glimmen. Das wäre sehr freundlich. Oh, du findest da gerade was. Danke. Und zwar, glaube ich, hier... Ja, genau, hier stand jetzt jemand. Du hast schlauer Bär aus der Käfersteppe gerettet. Das hast du sehr gut gemacht. Ich könnte dir eine neue Formel geben. Was meinst du? Es ist das Energieschild. Nimm ein Stück Lehm und etwas Asche, um deine Abwehrkräfte zu stärken. Ja. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, und dann jetzt einmal ab zu Feuerauge, denn wir wollen ja zurück nach Großostheim. Keine Asche mehr. Wie ich sehe, warst du in Vulgars Höhe erfolgreich. Tja, ich bin eben toll. Und ich habe dort eine tolle Axt gefunden. Hey, die sieht ja toll aus. Verwendet doch noch 8-mal das Wort toll. Schlauer Bär ist wieder in seiner Hütte südlich von Werf. Ist das nicht toll? Aber inzwischen haben wir ein neues Problem. Na toll. Der Vulkan im Norden kühlt langsam ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald eine neue Eiszeit. Das tut mir ja wirklich leid für euch, aber ich muss jetzt zurück nach Großostheim. Du solltest trotzdem erst einmal nach der Quelle dieser Kältewelle forschen. Ich komme übrigens auch aus Großostheim. Mein Großvater bewohnt das Labor auf dem kleinen Hügel. Er hat eine Maschine gebaut, mit der man in eine selbst geschaffene Welt reisen kann. Nun, mein größter Wunschtraum war es immer einmal in die Steinzeit zu reisen. Aber aus den 3 Stunden, die ich hier verbringen wollte, sind inzwischen 30 Jahre geworden.
Trotzdem spüre ich auch hier ab und zu den Einfluss der reellen Welt. Heißt das nicht realen Welt? Dieser plötzliche Kälteeinbruch könnte das Werk einer Person aus der reellen Welt sein. Und diese Person kontrolliert anscheinend die bösen Vulkanechsen. Im Vulkanzentrum könntest du die Antwort dafür finden. Und vielleicht findest du dort auch jemanden, der dich nach Hause bringen kann. Aber das Wichtigste ist, dass du unser Dorf rettest. Das hört sich genauso absurd wie die Handlung aus Heiße Hexen schmecken nicht an. In dem Film landen 5 Astronauten auf einem Planeten, der genauso aussieht wie die Erde. In einem Vulkankrater entdecken sie dann eine Hexe, die gerade mit Eiterbeuteln... Ich glaube, ganz so ekelhaft wird es wohl nicht werden. Falls du trotzdem irgendwelche Probleme haben solltest, kannst du mich mit einer Zauberperle herbeirufen. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann wirf eine Perle auf die Erde. Ich wollte auf die Boden sagen. Ich werde sofort kommen und dir mit meinen Zaubersprüchen helfen. Aber wie kann ein Mädchen wie du uns helfen? Du bist doch viel zu klein. Das ist ganz einfach. Soll ich dir zeigen, warum ich die Dörfler Feuerauge nenne? Geht so weiter. Ruf mich mit einer Zauberperle, wenn du mich brauchst. Ja, wird gemacht. Falsch. Speichern? Nicht speichern, speichern, nicht speichern. Wir speichern mal. Kostet ja nichts. Guten Tag. Grüß Gott. Nein. Ach Quatsch. So. Damit haben wir auch alles gespeichert. Und auf geht's in den Norden. Und hier lag irgendwo auch noch was. Dankeschön. Werden wollte ich natürlich nicht. Stirb, 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 danke. Diese blöden Spinnen können einen vergiften, so wie es dem Hund gerade passiert ist. Und da kommt die Heilaura dann zum Einsatz, die die Vergiftung wieder aufhebt. Deswegen ist es ganz schlau, hier nicht unbedingt allzu lange rumzudümpeln. Geh weg von mir. Weg, weg, weg. Danke. Da lag es nicht unten. Noch was? Habe ich doch gerade eingesammelt. Und irgendwo hier war auch noch was. Hund, hau mal rein. So. Ich bin da mal drüben war. Ja, da, danke. Ach ja, jetzt kommt der Echsenkampf. Du betrittst das Land der Knochen. Bereite dich auf dein Ende vor. Ja, wenn du das sagst, Meister, dann mache ich das so einmal auf den Hund wechseln und einmal Chaincasting.
ist. Aber weg da.